Hey liebe Tiegler, Homeward heute, IWT Samstag. Loslegen wir mit 12 Slams. Ich zeige euch nachher, wie das funktioniert mit Dumbbell oder Kettlebell, kombiniert mit 100 Fast Feet, so schnell wie möglich da durchkommen. Eine Minute Rest, das Ganze für 3 Runden und dann, wie ihr wisst, in die 3 Minuten Pause. Und dann haben wir 12 Thruster, egal ob einarmig oder beidarmig, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Kombiniert mit 30 Weighted Step-Ups. Ihr nehmt das Gewicht, ich zeige euch nachher, ihr könnt es in Farmer's Carry Steel, Back-Rack, Front-Rack, überall hinnehmen, wo ihr möchtet für die 30 Step-Ups. Eine Minute Pause für 3 Runden und dann 3 Minuten Pause, bevor wir in das finale M-Rap Remaining Time gehen. Heute mit 10 Weighted Sit-Ups, das heißt, ihr nehmt eure Dumbbell, Kettlebell oder was auch immer ihr zur Hand habt, einfach mit. 10 Cluster mit dem Gewicht, was ihr habt und 10 Push-Ups und dann versuchen wir, so viele Runden wie möglich zu machen in den 33 Minuten, die wir haben. Viel Spaß in dem Workout, wir sehen uns gleich im Warm-Up und der Hinführung. Auf geht's ins IWT Warm-Up. Ihr wisst, wir gehen die Übungen durch. Ich mache euch ganz kurz warm und danach dürft ihr schon direkt in die 33 Minuten voller Spaß gehen. Erstes, was wir machen ist, weil die Bewegungen brauchen, wir ganz einfach ein kleines Dreier-M-Rap. Ihr macht einen 5 Minuten M-Rap. Ach Quatsch, wir machen 4 Minuten M-Rap. Tatsächlich braucht ihr nicht mehr. 4 Minuten M-Rap bestehend aus 10 Fast-Feet, 10 Good Mornings, 10 Air Squats. Damit haben wir eine ganze Menge Bewegungen abgehandelt, die wir tatsächlich nachher brauchen. Fast Feet, ihr schnappt euch irgendeine Linie. Im ersten Schritt brauche ich nicht mehr und von der springt ihr rechts, links, rechts, links. Versucht die Mitte stabil zu halten. Links, rechts ist 1, links, rechts ist 2. Nachher kann ich euch schon mal sagen, die 100 Fast Feet, jeder Schritt zählt. Zweite Übung, Good Mornings. Die brauchen wir sehr, sehr stark für die Slam-Geschichte. Hüfte nach hinten schieben mit schmalem Stand. Rücken bleibt gerade. Gerne die Arme in ein W nehmen. Explosiv den Po nach vorne. Von vorne sieht es wie folgt aus. Einmal Hüfte nach hinten schieben. Explosiv nach oben wieder kommen. Davon 10 Stück und wunderbare Air Squats. Stellt euch in eure Squatbreite ein. 10 leicht nach außen drehen. Hüfte minimal nach hinten schieben, Arme nach oben, Knie nach außen, haltet euch mit dem ganzen Fuß fest, in der Tiefe könnt ihr den Moment verharren und wieder nach oben kommen, Po zusammenpetzen. 4 Minuten, 10, 10, 10 und dann sind wir auch schon bereit für den zweiten Part. Part 2 geht darum, die 3 Übungen, Slam, Thruster, Weighted Step Up einmal durchzugehen. Slams. Ich zeige euch einmal vor, wie das mit einer Dumbbell aussieht. Ihr nehmt die Dumbbell so, wie wenn ihr sie zum Beispiel in Dumbbell Front Squat nehmen würdet. Und dann machen wir tatsächlich Slam Balls damit, aber um unser Equipment und eure Wohnung zu schonen, haltet ihr sie natürlich fest. Wir starten in einer Deadlift-Position, so 3, 4, 5 cm vom Boden weg. Dann ist es ein Ground to Overhead, eng am Körper nach oben. Und dann schleudern wir das Gewicht nach unten und lassen uns in eine Hinge-Position fallen. Über Kopf und zum Boden. Strecken und zum Boden. Okay? Je schwerer euer Gewicht ist, desto eher solltet ihr euch da rantasten. Habt ihr eine Kettlebell, schnappt sie in dieser Position. Okay? Weil genau hier kann ich auch. Deadlift-Position, Ground to Overhead, Schleudern nach unten. Darauf achten, dass der Po nach hinten zeigt und wir hier diese stabile Deadlift-Position haben. Sackt ihr durch, wird auch das Gewicht mit durchsacken. Squats haben wir schon gemacht. Werden wir das Ganze über Kopf bringen, habt ihr es einarmig, Handgelenk bei der Kettlebell schön gerade halten, in den Thruster kommen, durchdrücken, ihr könnt ihn nachher aufteilen, wie ihr wollt, jede Runde ein Arm, 6 rechts, 6 links, wie ihr möchtet, mit der Dumbbell gleiches Spiel, auf die Schulter aufgelegt und eure Thruster gemacht. Und dann geht es darum, wie komme ich in die Weight Step-Ups, ob ihr auf die Couch, auf euren Stuhl oder sonst irgendwas einen Hocker steigt oder sogar eine Box zu Hause habt, fein. Und dann sind die Step-Ups wie folgt, einarmig und ihr könnt sie entweder im Farmer's Carry Steel nehmen oder im Front Rack Carry Steel nehmen oder im Back Rack Carry Steel nehmen. Das ist euch überlassen, das könnt ihr mit Kettlebell Dumbbell genauso machen, wie ihr es braucht. Damit habt ihr die Übungen, die wir da brauchen, alle schon einmal durchgemacht. Und das ist das Wichtigste. Und dann kommen wir zum letzten Part für das M-Rap. Letzter Teil des M-Raps. Sit-Ups oder Weighted Sit-Ups. Ob ihr euch eine App mit drunter legt oder nicht, ist euch überlassen. Und dann im Butterfly Steel, wenn ihr Gewicht nehmt, einmal Gewicht auf die Brust nehmen. Und je enger ihr das lasst, umso anstrengender wird das. Je mehr ihr das Gewicht von euch wegschiebt, umso leichter wird es auf dem Weg nach oben. Funktioniert mit Kettlebell oder Dumbbell gleichermaßen. Nutzt das aus, dass ihr da Volumen reinbekommt. Die zweite Übung, die hier als letztes aufgezeigt wird, der Push-Up, den machen wir jetzt einmal vor. Ob ihr das auch wieder an einer Erhöhung macht, ist euch überlassen. Wichtig ist, dass wir versuchen,
einmal die Ellbogen eng am Körper laufen zu lassen, Brust berührt Objekt oder Boden, Arme ganz nach oben wieder ausgestreckt und ihr bleibt in dieser Hollow Position. Wenn ihr sagt, ich habe nichts, wo ich erhöht das machen kann, es ist möglich, Kneeling Push-Ups zu machen. Und dann zeige ich euch wieder die Variante, wie ihr in die richtige Position kommt. Aus der Planke nach hinten absetzen auf die Knie, dass die Hände vor euch sind. Und dann kann ich ganz leicht mich nach vorne absenken, Brust berührt den Boden und wieder öffnen. Oder eben auf den Füßen, Brust berührt den Boden, Ellbogen sind eng und die Arme nach oben durchgeschoben. Einzige Übung, die wir noch brauchen, ein Cluster. Wir haben schon so oft die Techniken durchgegangen. Ich gehe es recht schnell mit euch einmal durch. Also, habt ihr eine Dumbbell? Simpel. Aus der Deadlift-Position hier raus, einmal komplett strecken, in die Hocke nach unten und nochmal die Thruster-Bewegung zusätzlich machen. 5 rechts, 5 links. Dumbbell, super simpel. Kettlebell, ein wenig komplizierter. Es gibt keinen Squat Clean mit der Kettlebell, deswegen teilen wir das auf in einen wunderschönen Kettlebell Clean plus Squat und dann eben nach oben raus in den Thruster. Also, einarmig starten in den Kettlebell Clean, Squat to Thruster und dann wieder in die nächste Bewegung, Kettlebell Clean, Squat to Thruster. Geht das in Ruhe durch? Gerne auch wieder in Einzelteile, erst Deadlift Swings, Single Arm Swings, Push-Pull und dann in den Clean reinkommen, damit ihr alle Möglichkeiten einmal habt, um sauber durchzukommen. Und dann sind wir fein. 12 Slams, die haben wir gemacht mit 100 Fast Feet für die 3 Runden, 12 Thruster mit den 30 Weighted Step-Ups auf die Höhe, die ihr zu Hause habt, die möglich ist und dann im entscheidenden finalen M-Rap 10 Weighted Sit-Ups, das entscheidet ihr, ob ihr das Gewicht dazu nehmt. 10 Cluster und 10 Push-Ups und das so oft es geht als Rundensystem, bis die 33 Minuten durch sind. Viel Spaß dabei, einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Der Chris, bis die Tage. Ciao, ciao.